Why did they wait so long? It's over 70 years. It's so long. Zu Recht werden wir von dem Mandanten gefragt, warum hat das 70 Jahre gedauert, bis die Leute vor Gericht standen? Aya sof haolam ze i efshar leita'er sheben adam yachol la'avor davar kaze. Verstehe nicht, wie einer da Wachmann gewesen sein will und nichts mitbekommen hat. Es ist sehr überraschend, dass man mit genau der Argumentation über Jahrzehnte durchkam. Dass man jahrzehntelang einfach behaupten konnte, ich wusste ja gar nicht, was geschieht. Ziemlich unabhängig davon, was einem vorgeworfen wurde. Ziemlich unabhängig davon, an welcher Ebene in der Hierarchie man stand. Die meisten haben nichts gesagt. Sie konnten nicht bestreiten, dass sie in Auschwitz waren. Hätten aber dort nichts Unrechtes getan. The Germans made every effort not to prosecute. They refused to accept the categories of criminality that were created at Nuremberg, which better reflected the reality of the Holocaust. This was the problem. So my grandmother is participating in this trial as a co-plaintiff, and also she provided her eyewitness testimony to the investigators. Er kann es halt nicht nachvollziehen, dass er heute dafür angeklagt wird, aber im Jahr 1982 einfach nur Zeuge war. Dann haben die ihn gehen lassen und über 30 Jahre später kommt dann so eine Anklage. Es wird ja immer wieder die Frage gestellt, ja, warum müssen denn so alte Greise jetzt noch vor Gericht gestellt werden? Da würde Fritz Bauer wahrscheinlich darauf antworten, naja, weil es eben so viele Jahre vorher nicht passiert ist, weil so viele Jahre vorher dieser Gerechtigkeit eben nicht entsprochen wurde. Sie können Paragraphen machen, Sie können Artikel schreiben, Sie können die besten Grundgesetze machen. Was Sie brauchen, sind die richtigen Menschen, die diese Dinge leben. Kein Mensch schafft Demokratie, es sei denn Sie und ich und wir. Jeder für uns.